Welcher Swimmingpool ist wann sinnvoll? Ein Pool im Garten soll es sein, leichter gesagt als getan. Die Auswahl ist groß und es gibt viel zu bedenken. Wir helfen dir dabei, den richtigen Swimmingpool für dich und deinen Garten auszuwählen. Die Möglichkeiten über die kleinen Fertigpools zu den robusteren Betonpools sind riesig, auch in Form und Größe sowie weiterer Ausstattung. Vor der finalen Entscheidung gilt es zu überlegen, wie der Pool hauptsächlich genutzt werden wird. Ob viele Personen gleichzeitig drin sein werden, zum Schwimmen oder zum Planschen? Das alles hat Auswirkungen auf die richtige Wahl, denn runde Becken eignen sich besser für den Freizeitnutzen, möchte man jedoch Bahnen schwimmen, ist die rechteckige Ausfertigung zu empfehlen. Welche Swimmingpool-Typen stehen zur Auswahl? Wie in fast allen Bereichen ist auch die Auswahl bei Swimmingpool-Typen nicht klein. Der größte Unterschied ist die Platzierung. Soll der Pool flexibel aufgestellt sein oder doch lieber an einem festen Ort gebunden? Wir geben dir hier einen Überblick über die verschiedenen Swimmingpool-Typen und helfen dir damit bei der Entscheidung, welcher Pool der richtige für dich und deine Familie ist. Erstens, die Aufstellpools. Aufstellpools findet man häufig, besonders aus dem Grund, da sie schnell aufgebaut, genauso schnell aber auch wieder abgebaut werden können. Es sind keine aufwendigen Arbeiten nötig, um den Platz für den Pool vorzubereiten. So ist er bei einem kurzfristigen Kauf im heißen Sommer schnell im Warenkorb. Als Tipp, im Garten eine möglichst ebene Fläche aussuchen und ein Vlies bzw. eine Bodenschutzmatte unterlegen, damit es etwas weicher wird. Hier steht eindeutig der Spaßfaktor und die Abkühlung an heißen Tagen im Vordergrund. Aufgrund der doch eher kleinen Fläche eines Aufstellpools ist nicht an ausgiebiges Bahnenschwimmen zu denken. Wenn der Pool über dem Sommer mit Filteranlage und/oder Chlor richtig gepflegt wird, reicht meistens eine Füllung mit Wasser aus. Erhältlich sind die Pools mit einem oder mehreren aufblasbaren Ringen aus Kunststoff in verschiedensten Ausführungen und Größen. So kann die Wassertiefe zwischen 60 und 125 cm liegen und auch preislich ist die Spanne groß. Mit etwa 150 Euro sollte für einen Aufstellpool in einer mittleren Größe gerechnet werden. Die Unterhaltskosten sind sehr günstig und belaufen sich auf maximal 50 Euro für einen Wasserwechsel und das Zubehör. Die Aufstellpools sind gut zum Planschen und eine Abkühlung im Sommer, besonders für die Kinder. Aber er ist leider nicht zum Schwimmen geeignet, also keine dauerhafte Lösung. In der Videobeschreibung haben wir dir einige empfehlenswerte Modelle verlinkt. Zweitens, Framepools. Der Framepool bekommt seinen Namen durch den Rahmen, der erst aus einzelnen Bestandteilen zusammengesteckt werden muss. Dadurch ist er an fast jedem Ort zu erreichen, aber im Aufbau etwas aufwendiger, was trotzdem auch jeder Laie schaffen kann. Er benötigt etwas mehr Platz als der Aufstellpool und ist um einiges stabiler. Der Rahmen und die dadurch gegebene Stabilität lässt es zu, dass der Framepool auch in etwas längere Abmessungen zu bekommen ist. Schwimmen wird in einem bis zu 10 Meter langen Becken möglich und das Baden ist mit sehr viel Platz verbunden. Als Tipp, auf das Material achten, das Kunststoff sollte nicht schädlich sein, sodass der Spaß auch für Kinder groß ist. Die Größe des Pools bringt eine entsprechende Wassermenge mit sich, die nur mit einer Filteranlage einen Sommer überstehen kann. Das sollte beim Kauf nicht vergessen werden, ebenso der Platzbedarf, der für eine Lagerung im Winter benötigt wird. Der Pool sollte nicht im Freien überwintern. Die Framepools als eine etwas robustere Lösung sind ebenfalls in verschiedensten Ausführungen und Größen erhältlich. Hier kann auch von günstig bis teuer alles dabei sein. Etwa 400 Euro sollten für einen Framepool in einer mittleren Größe kalkuliert sein. Die Unterhaltskosten sind aufgrund der notwendigen Filteranlage und dem damit verbundenen Stromverbrauch etwas höher und können bis etwa 150 Euro im Jahr gehen. Die Framepools eignen sich gut zum Planschen und auch Schwimmen, wenn die Länge gegeben ist. Leider ist allerdings eine Filteranlage nötig, Kinder nur mit Schwimmflügeln. Suchst du nach einem Framepool? Dann folge jetzt mal unserer Framepool-Empfehlung in der Videobeschreibung. Dort haben wir die tolle Framepools verlinkt. Als drittes auf unserer Liste haben wir die Einbaupools. Der Einbaupool ist an seinem Aufstellort fest verankert, was ihn sehr stabil und auch langlebig macht. Der Aufstellort muss dabei jedoch für den Pool vorbereitet sein, mit Anschlüssen etc. Zusätzlich muss bedacht werden, dass dieser dort für längere Zeit stehen bleibt, denn der Auf- und Abbau ist sehr zeitintensiv und auch nicht förderlich für die Langlebigkeit des Pools. Einmal aufgestellt, bleibt er dort. Deswegen lohnt es sich, direkt Anschlüsse vorzusehen für Wasser und auch Strom, um gegebenenfalls Besonderheiten wie eine Heizung oder auch eine Gegenstromanlage neben der Filteranlage anschließen zu können. Als Tipp, den Ort für den Pool genau überlegen, denn mit der richtigen Position kann der Reinigungsaufwand reduziert werden.
Beste Position, weit weg von Bäumen, an eine schattige und windgeschützte Stelle. Dennoch sollte in regelmäßigen Abständen der pH-Wert des Wassers getestet werden und auch mindestens einmal im Jahr der Pool komplett gereinigt. Die Einbaupools sind noch robuster als die Frame-Pools und können ebenfalls frei aufgestellt und dann mit Holz eingehaust werden, um die Stabilität zusätzlich zu verstärken und Dämmerung zu verstecken. Verschiedene Größen und Formen bestimmen hier den Preis. Für eine erhältlich gute Investition in Spaß und Sport sollten etwa 2500 Euro berücksichtigt werden. Ist der Garten noch nicht bereit für den Pool bezüglich Anschlüsse oder auch Abstellort, sind weitere Kosten zu bedenken, die je nach handwerklichem Geschick variieren. Die Pools sollten auf einer sauberen und ebenen Fläche aufgebaut werden. Um das hohe Gewicht des Gesamtpakets zu tragen, empfiehlt sich hier ein Betonfundament. Die Einbaupools eignen sich für sportliche Aktivitäten aufgrund der erhöhten Stabilität. Der einzige Nachteil an den Aufbaupools ist, dass man eine vorbereitete Fläche haben muss mit den notwendigen Anschlüssen. Besonders gute Einbaupools findest du auch wieder in der Videobeschreibung. Die letzte Kategorie auf unserer Liste sind die eingelassenen Swimmingpools. Eingelassene Swimmingpools sieht man immer mehr in Deutschland. Der Trend aus Amerika ist inzwischen auch bei uns angekommen und in den heißen Sommern freut man sich auf die Abkühlung direkt vor der Tür. Der Pool ist ein echtes Luxusgut, welches zudem noch eine Marktsteigerung eures Grundstücks mit sich bringt. Überlegt euch aber vorher genau, wie und wo ihr ihn platzieren wollt, denn der Aufwand für den Auf- bzw. Einbau ist besonders hoch. Die Fertigbecken können eine Wassertiefe von bis zu 2 Metern haben, was eine entsprechende Grube mit sich bringt. Dabei sollte zusätzlich auf Poolwände aus Metall oder Beton geachtet werden, welche mit einer Styroporkonstruktion zur Dämmerung aufzubauen ist. Als Option zum komplett im Boden versenkten Pool hat sich der Trend zum halb versenkten Pool gedreht, denn bei ihnen ist der Aufwand etwas geringer und der Einstieg später umso bequemer. Als Tipp, niemals den Pool in eine Senke bauen, denn dort läuft Regenwasser etc. hin und kann für einen erhöhten Reinigungsaufwand des Pools sorgen. Die versenkten Pools sind die teuersten Anschaffungen in diesem Bereich, denn neben den Kosten für den Pool von etwa 7000 Euro kommen noch verschiedene Arbeiten und Kosten hinzu, bis der Pool genutzt werden kann. Tiefbauarbeiten sind zu erledigen und auch Klempner sowie Elektriker sollten hinzugezogen werden, damit das Endergebnis lange glücklich macht. Die Unterhaltskosten sind aufgrund der notwendigen und zum Teil sehr komplizierten Technik schnell bei um die 1000 Euro jährlich. Eingelassene Swimmingpools sind natürlich langfristige Investitionen mit Marktwertsteigerung des Grundstücks. Damit sind allerdings auch sehr hohe Kosten für den Unterhalt verbunden. Auch Empfehlungen für eingelassene Swimmingpools findest du in der Videobeschreibung, wo du alle benötigten Teile mit wenigen Klicks bestellen und liefern lassen kannst. Kommen wir zu unserem Fazit und zur Zusammenfassung. Ganz egal, für welchen Pool du dich am Ende entscheidest, er wird dir viel Spaß und Freude bringen. Du kannst dir eine eigene kleine Oase nach Hause holen, wo du keinen Eintritt bezahlen musst. Du bezahlst den Pool somit von alleine ab. Und man hat den Luxus, nicht noch weit zu fahren oder sich mit Fremden das Wasser zu teilen. Wie du lesen konntest, sind die Swimmingpools in einer Preisspanne erhältlich, sodass für jeden einer dabei sein kann. Es muss nicht immer direkt das teuerste Angebot das Beste sein. In deinen Garten passt kein eingelassener Pool? Macht nichts. Der Frame Pool tut es auch und du kannst sogar noch entscheiden, wie du ihn pflegen möchtest, ob ohne oder mit Chemikalien. Kommen wir noch zu den Vor- und Nachteilen der Swimmingpool-Typen. Die beschriebenen Swimmingpool-Typen bringen alle Vor- und Nachteile mit sich. Auf unserer Webseite haben wir zum besseren Überblick eine Vergleichstabelle für euch, wo aktuelle Pools zu finden sind. In der Videobeschreibung findest du auch konkrete Produktempfehlungen jeder Poolart verlinkt. Schaue dort vorbei. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lasse gerne ein Like und ein Abo da und teile das Video mit deinen Freunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald!